Hallo zusammen, mein Name ist Ina und ich zeige euch heute, wie ich diesen Taco-Ring gemacht habe. Gefüllt ist der mit Hackfleisch und Mais, noch Tomaten und dazu ein Ananas-Salat, sehr lecker. Für den Hefeteig brauchen wir erstmal Wasser, Hefe, Limettensirup oder Honig, das wird vermischt, dann kommen Mehl, die Gewürze rein und dann wird das alles gut 10 Minuten geknetet. Wenn das noch zu klebrig ist, könnt ihr noch ein bisschen Mehl zugeben. Und nochmal einmal kurz durchkneten und 2 bis 3 Stunden gehen lassen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Für die Füllung wird Hackfleisch krümelig gebraten, da kommt Tomatenmark rein, Gemüsepaste, Pfeffer, aber würzt so, wie ihr es gerne esst. Da kommt noch Majoran, Oregano rein, ein bisschen Chili. Knoblauch habe ich auch noch reingemacht. Mit der Presse könnt ihr Knoblauch pressen, ohne den vorher zu schälen. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Das wird dann alles angebraten. Da kommt noch grob to passierte Tomaten mit rein, Mais. Den Herd schon mal ausschalten. Das wird einfach nur noch mal alles verrührt. Mit Salz abschmecken. Eine rote Zwiebel kommt noch rein und schon ist die Füllung fertig. Abkühlen lassen. Auf den Ring streiche ich noch Avocado, aber ihr könnt genauso auch Salsa nehmen oder auch Hälfte-Hälfte. Avocado einfach platt drücken, mit Salz, Pfeffer abschmecken. Eine halbe Limette kommt noch rein. Und dann können wir schon füllen. Der Teig ist wunderbar aufgegangen, der ist schön locker geworden. Den nehmen wir jetzt aus der Schüssel raus. Ich habe den Stein vorher eingefettet. Der hat einen Durchmesser von ungefähr 34 cm. Ihr könnt es aber auf einem Backblech auch machen. Ein bisschen hoch zum Rand streichen. Und dann werden ungefähr in 14 Teile geteilt. Also so, dass ihr 14 Spitzen habt oder 16, so wie es für euch am besten passt. Dann wird erstmal Avocado oder Salsa unten aufgestrichen, was ihr mögt. Oder macht einen anderen Dip. Und dann kommt da die Hackfleischfüllung drauf. Die sollte aber schon abgekühlt sein. Und Käse, also könnt ihr nehmen, welchen ihr wollt. Und dann werden die Spitzen über den Käse geklappt. Und so einen Kreis gebildet. Den Ring abgedeckt nochmal 15 Minuten ruhen lassen und dann kommt es in vorgeheizten Backofen bei 230 Grad ungefähr 15 bis 20 Minuten. So, und für diesen Salat alle Zutaten klein schneiden und verrühren. So, der Ring ist dann schon fertig. Man kann den kalt oder warm servieren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.